Klimaschutz. -80% sind wir CO2 verringern. Und Deutschland hat immer das Vorrang beim Klimaschutz. Auch man sieht hier, seit ungefähr 2008 geht CO2 nicht zurück. Obwohl wir auch unheimlich viel machen, auch beim Gebäudesanierung und überall Effizienzsteigerung umsetzen. Und deswegen sage ich immer, beim Klimaschutz ist immer die Diät. Die ersten Kilo gehen relativ schnell und dann wird es immer schwerer. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Alle Häuser haben mittlerweile schon Thermopien verstanden. Wir haben diese einfachen Sachen haben wir schon umgesetzt. Und jetzt wird es immer schneller. Und jetzt wollen wir immer noch minus 80%. Und die Ökoroutine hat zwei Botschaften. Und das gilt auch für Stadtentwicklung. Die erste lautet, wir werden dieses Ziel für Klimaschutz, zu dem wir uns in Paris mit allen anderen Staaten der Welt verpflichtet haben, nicht erreichen. Allein mit technischen Innovationen. Wir brauchen dafür auch Lebensstilveränderungen. Eine Politik dessen, dass wir sagen, bis hier ist es jetzt genug, nicht noch mehr. Das machen wir hier, das werden wir besser lassen, statt besser machen. Und dann, die zweite Botschaft ist, genau diese Veränderung der Lebensstile kommt nicht in Gang, indem wir noch einige Veranstaltungen dieser Art hier machen und noch ein paar Broschüren und Bücher schreiben und ein paar Kampagnen machen in der Bildungsarbeit. Wir müssen dafür die Strukturen verändern. Dann ändern sich auch die Menschen. Und dafür bringe ich gleich Beispiele, auch im Rahmen der Stadtentwicklungspolitik. Die erste 48 Seiten des Buches befasst sich mit der Frage, warum geschieht nicht, dass das geschehen muss? Und aus den ganzen vielen Aspekten greife ich nur ein, zwei heraus. Einer ist zum Beispiel der Wettbewerbsdruck zwischen Unternehmen. Stellen wir uns mal vor, Mercedes würde jetzt morgen verkünden, die ab dem Jahr 2021 verkaufen wir nur noch emissionsfreie Fahrzeuge. Am nächsten Tag kann ich Ihnen garantieren, würde die Aktie in der Börse den Keller rauschen, weil alle denken, der Vorstand des Geistes. Jeder Aktionär weiß dann, ja, wer die Leute halt bei VW ihren SUV einkaufen und da hat Mercedes ja ganz klar einen Wettbewerbsnachteil. Und das wissen die Manager natürlich. Bei der Frage dieser Vereinten Nationen, da wurden 1000 Vorstände weltweit gefragt, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? Und da sagen 8 von 10 Manager, dafür brauchen wir radikalere Vorgaben der Politik. Ich kann nicht einfach das machen, was ich als Unternehmer für vernünftig halte, wenn ich meine Produkte am Markt nicht mehr verkaufe, beziehungsweise die Kunden zur Konkurrenz bringe. Das ist im Prinzip schon ein Aufruf, genau für diese Idee der Ökologie Standards zu setzen und Limits festzulegen. Interessanterweise, oder da mal die große Tragik ist, dass dieses Wettbewerbsdilemma auch zwischen Kommunen natürlich herrscht. Nur so ist zu erklären, dass zum Beispiel Factory Outlet Center in der Stadt gebaut werden und Einkaufsmalls, ja sogar die ganzen Provinzflughafen gebaut wurden. Ja, in der Annahme, dass zum Beispiel Münster aus dem Rücken irgendwann nochmal eine internationale Top-Destination geht. Das hat nicht geklappt. Allein in dem Flughafen Münster aus dem Rücken haben wir 100 Millionen Euro reingepumpt. Ja, das ist abgeschriebenes Geld. Geld verdampft. Kassen kalt. All das hat man gemacht, ja, nicht? Die anderen machen das ja auch, wir müssen mitziehen. Und das aus diesem Dilemma heraus, wir sprachen das vorhin an. Wir kennen das Bergische Städte, Wuppertal, Remscheid und Solingen. Die haben ja viele Papiere geschrieben, die sie kooperieren wollen. Und jetzt wollen alle drei ein eigenes Factory Outlet Center bauen. Anstatt alle drei zu sagen, wir lassen es. Das ist das Kuriose. Ne? Aber wenn erstmal einer anfängt, wird keiner mitziehen. Und aus der Nummer kommst du nicht raus. Es sei denn, das Land macht eine entsprechende Politik oder die kommunalen Stadtwerke reißen sich zusammen. So, das war ein systemischer Aspekt. Jetzt kommen wir zu uns als Person. Denn wir Menschen neigen zur Expansion. Alles wird immer größer, unsere Häuser und Wohnungen zum Beispiel. Hier bei meiner Schwägerin 140 Quadratmeter, wohnt ihm alleine in ihrem Zimmer. 140 Quadratmeter, das führt dann zu solchen Verlegenheiten und diese Schlüssel in meinem Wohnzimmer. Aber passive Energiebauweise. Und das Phänomen ist folgendes. Bundesweit werden jedes Jahr in schlechten Zeiten 250.000 neue Wohnungen gebaut. Das sind alle 4 Jahre 1 Million neue Wohnungen in einer Republik, die seit 30 Jahren von der Einwohnerzahl stagniert. Wir sprachen gerade eben, Duisburg hatte mal 600.000 Einwohner oder mehr, in der Zeit war schon stolz an der 500.000, aber trotzdem eine rege Neubautätigkeit. Und dass diese ganze Zement, der dort verbaut wird, muss hergestellt werden. Die ganze Wohnfläche, die geschaffen wird, muss beheizt werden. Was kann man machen? Man kommt raus aus dem Problem. Ein Vorschlag lautet, gerade bei älteren Menschen, wenn die Kinder ausgezogen sind,
rausgehoben sind, haben die relativ viel Wohnfläche, hohe Mietkosten oder sogar oder hohe Wohnkosten und Energiekosten. Und hier lautet der Vorschlag, hol dir ein paar junge Studenten rein. Da hast du schön gesellig, kannst dir die Mietkosten teilen und die bringen die Plätze raus. Alles ist größer, schwerer, luxuriöser, unsere Fahrzeuge mittlerweile 2,5 Tonnen Material, um in der Regel nur einen Menschen zu transportieren mit 80 Kilogramm Gewicht. Das sagte neulich mein Hausfrauenpanzer dazu. Manche veranlasst das zur Polemik, wie neulich in der Stadt fotografiert, hat jemand draufgeklebt, eine Penisverlängerung wäre ein Schuma vor, die als sie es angebaut. Der Treibstoffbedarf, trotz aller Effizienz der Fahrzeuge, nimmt seit Jahren immer weiter zu. Eine ökologische Katastrophe. Kühlschränke sind mittlerweile so groß wie mein Kleiderschrank zu Hause. Da steht ja noch A++, dass die Leute mit reinem Gewissen einfach. Fernseher sind mittlerweile so groß, dass man den empfohlenen Sitzabstand kaum noch einhalten kann. Deswegen sagen manche, müssen die Wohnung auch mal los. Fragen Sie mal Ihren Nachbarn, ob ihm der Klimaschutz egal ist. Zu Hause. Den Nachbarn fragen. Er wird zu 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, Klimaschutz ganz egal. Das sagen wir Fragen. Alle finden Klimaschutz nicht. Und dann steigt er in sein Auto und fährt womöglich zum nächsten Flughafen. Warum? Weil sich jeder alleine denkt, was bringt das schon, wenn ich jetzt alleine verzichte und alle anderen machen weiter wie bisher. Das hat gar keinen Effekt. Es bringt nichts. Das ist sogar ganz rational sozusagen. Problem daran ist, dass dieses individuelle rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis führt. Denn niemand will die globale Welt. Und deswegen werden wir mit der Ökoroutine für Rahmenbedingungen, dass sich zum Beispiel der Klimaschutz und der achtsame Umgang mit Ressourcen quasi verselbstständigen, ohne dass man tagtäglich das moralisch Richtige tut. Das schaffen wir eben nicht. Routinen ändern sich extrem schwer. Das wissen wir über MRT-Aufnahmen, wo man das sieht. Es ist neuronal sehr tief an. Ich schließe zu Hause die Tür ab und 5 Minuten später frage ich, habe ich eigentlich wirklich abgeschlossen? Ganz viele Tätigkeiten machen wir unbewusst. Sie ist Routine. Ich denke nur, wenn Sie Auto fahren, wie viele Kuppeln, Scheiben, Schulterblick, alles, was man macht. Routine. Man denkt nicht drüber nach. So kaufen wir auch mit dem Produkt, wo man drüber nachdenkt. Aber Routinen können sich ändern. Und zwar durch Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen. Als ich 14 war, war es doch was ganz Normales. Eltern im Auto geraucht haben, hinten saßen die Kinder. Heute geht das fast das Körper. Wer jetzt will, wenn das geht ja nicht. Das geht gar nicht. Was ist passiert? Sind wir von alleine plötzlich vernünftiger geworden? Nein. Wir haben Tabak immer teurer gemacht. Empfindlich teurer. Wir haben auf den Tabakschachteln, haben wir erst ganz vorsichtig geraten, der EU-Umweltkommissar rät. Jetzt sind da die Schockbilder. Dann hat man Werbung verboten. Ja, schrittweise, aber dann immer weiter. Ein systemischer Treiber für Mehrverbrauch. Und kaum zu fassen. In dem Münchner Oktoberfest darf nicht mehr geraucht werden. Und all diese äußeren Veränderungen der Rahmenbedingungen hat eine Veränderung unserer Lebensstil und unserer Gewohnheiten herbeigeführt. Eine sozial-kulturelle Veränderung. Und das merkt man, wie diese Veränderung von Strukturen, von äußeren Rahmenbedingungen mit unserem Lebensstil unmittelbar zusammenhängt. Und das lässt sich auch in die Stadtentwicklung übertragen. Nehmen wir zum Beispiel die Neubautätigkeit. Wenn Duisburg unbedingt neu bauen muss, dann würde man sagen, okay, dann ist es so energieeffizient wie möglich. Was macht der Bauherr in der Regel? Der baut nach Standard. Also Wärmeschutzverordnung war das erste, die erste Vorgabe, die man hatte. Vorher gab es gar keine Vorgabe. Wie viel Energie darf das neue Gebäude pro Quadratmeter Wohnfläche verbrauchen? Das ging los halt mit der Ölkrise. Und dann hat man den Standard, wie man hier sehen kann, schrittweise verschärft. Und seit 2008 gilt der Standard in der gesamten Europäischen Union. Das heißt, jedes und ab 2021 wird das Null-Energie-Haus zum Standard. In der gesamten Europäischen Union wird jedes Haus, das gebaut wird, diesen Standard einhalten müssen. Und das finde ich geradezu faszinierend, weil ich genau weiß, von Architekten hört man das ständig. Der normale Bauherr, der macht immer den Standard. Und 10-15% machen mit KfW-Kredit noch ein bisschen was darüber hinaus. Ein Beispiel, meine Kollegin von Wuppertal sind aus der Klimaschutzabteilung vorgelegt. Baut für 500.000 Euro ein Haus. Dann frage ich sie, und? Hast du eine Solar- oder Wasseranlage installiert? Sagt sie, nee, dafür fehlt am Ende das Geld. Selbst die Kollegen Wuppertal sind tun, tun nicht das, was sie für richtig halten. Es fällt uns unheimlich schwer, das im Alltag umzusetzen. Jetzt wird diese Solar- oder Wasseranlage quasi zum Stand. Weil der Gesetzgeber es vorgibt. Und dann ist das für die Leute gar kein Problem. Es ist wie sozusagen eine Erlösung für den Bauherrn, dass er jetzt endlich das tun kann, was eigentlich das Vernünftige ist. Also letztlich eine Entlastung auf dem Alltag.
Ernährung will ich nur ein Stichwort ansprechen, weil ich das muss ich hier rüberbringen. Es geht zwar nicht um Stadtentwicklung, aber mit diesen Standards kann ich es möglich machen, über 20 Jahre die Landwirtschaft in der gesamten Europäischen Union auf 100% Bio umzustellen. Ich mache das schrittweise, sodass die Landwirte mitkommen, wir Konsumenten uns darauf einstellen können. Dann habe ich nun in 20 Jahren Bio für alle. Wer jetzt denkt, das ist unrealistisch? Ich habe schon mit vielen Landwirten diskutiert. Es funktioniert. Natürlich wird das nicht leicht, weil das geht nur gegen die Agrarindustrie und gegen die Hersteller von Agrarchemie. Ja? Aber die Energiewende war auch nicht leicht und trotzdem haben wir es gegen RWE und Vattenfall auf den Weg bekommen. Und das wird auch bei der Agrarwende möglich sein, wenn wir uns dafür einsetzen. Im Verkehrsbereich hat die Ökoroutine, ich argumentiere viel mit Standards, die man anheben kann, davon kriegt der Konsument gar nichts mit. Aber bei einem anderen Vorschlag, das kriegen wir schon etwas mit, nämlich Limits, absolute Obergrenzen. Die Deutschen fliegen extrem viel, viele würden sagen viel zu viel. Ich sage, wir begrenzen die Zahl der Start- und Landung auf dem Flughäfen auf das gegenwärtige Niveau. Kein Verzicht, wir nehmen niemanden mit weg, aber wir sagen, Schluss jetzt mit der Expansion. Das ist nicht global übertragbar und eine Katastrophe. Was müsste die Bundesregierung tun, damit dieser Vorschlag umgesetzt wird? Nichts. Sie müsste nichts tun. Die Flughafensicherungsbehörde lässt keine weiteren Slots zu für Start und Landung. München baut keine weitere Startbahn und mein Vorschlag ist automatisch realisiert. Und trotzdem ist er politische Utopie. Aber ich sag mal, wenn man sich selbst ernst nimmt beim Klimaschutz, dann ist das das Mindeste, was man tun muss, die Expansion zu begrenzen. Das gleiche gilt für den Straßenbau. In wie vielen Städten sogar noch Straßen gebaut werden, Umgehungsstraßen gebaut werden. Der Lkw-Verkehr ist in den letzten 15 Jahren um 30% gewachsen. Prognosen sagen, er wird in den nächsten 15 Jahren nochmal um 30% wachsen. Gleichzeitig redet die Bundesregierung von einer Dekarbonisierung des Verkehrs, also minus 80% CO2-Emissionen im Verkehrsbereich. Wie soll das gelingen, wenn immer mehr Güter auf der Straße transportiert werden? Kein Spediteur wird seine Entscheidung ändern, wenn er weiß, dass es auf der Autobahn bequem weitergeht, dass es immer so weitergeht. Wenn ich immer weiter. Was habe ich hier gehört von dem Bauminister in Nordrhein-Westfalen? Gegen Stau hilft nur Bau. Das macht mich sprachlos. Ob das wirklich durchdacht ist, die Frage, brauche kein Szenario erstellen lassen von den Kollegen, um mir vorstellen zu können, dass dieser Exzess, dass es damit nicht gelingt, die CO2-Emissionen im Straßenverkehrsbereich zu reduzieren. Das Gegenteil muss passieren. Also wenn wir jetzt aber zum Beispiel keine neuen Straßen bauen, was ich hier fordere, keine neuen Straßen bauen, dann hätten wir Geld über. Und das könnten wir für die Stärkung des Schienenverkehrs nehmen. Dann spreche ich ja hier genau richtig. Dann bin ich ja hier genau richtig. Also es ist ein Weg, Ihr Weg, und dann machen wir es erst recht weiter. Ich meine, es ist nicht tragfähig, es ist international nicht tragfähig. Ich brauche da nicht drauf eingehen. Deutschland hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen auf 1,5 Tonnen pro Kopf zu reduzieren, also minus 80%. Da muss auch für den Verkehrsbereich einen Anteil zu leisten. Und die Bundesregierung wird dazu hinkommen müssen und auch die Landesparlamente, dass das sich in irgendeiner konkreten Maßnahme auch in der Verkehrspolitik manifestiert. Und das Simpelste, was man machen kann, ist, keine weiteren Straßen mehr zu bauen. Das ist das Allereinfachste, das spart sogar sehr viel Geld. Allerdings trauen sich nicht, ich gebe zu, nicht allzu viele Politiker das einzufordern. Aber ich mache heute meinen Anfang. Das Konzept der Ökoroutine funktioniert. Es gibt zum Beispiel schon eine CO2-Vorgabe für die Pkw-Flotte von 130 Gramm eines Herstellers. VW zum Beispiel muss diese Vorgabe einhalten für die gesamte Flotte. Und diese Vorgabe wird auf 95 Gramm verschärft. Und meine Vision ist, wir verschärfen diese Vorgabe schrittweise bis zum Null-Emissionsstandard. Sagen wir mal bis zum Jahr 2033. Dann ist es egal, dann gehen die Leute zum Autohändler, kaufen ein Auto ihrer Wahl und jedes Auto, was sie dort kaufen, wird null Emissionen haben. Also Elektroantrieb heißt das.
das ist nicht automatisch deswegen null Emissionsorte, das ist mir klar, je nachdem, was für ein Kraftwerkspark man hat. Aber das Entscheidende ist, dass ich nicht dem Konsumenten überlasse, ja, jetzt tue ich das ökologisch Richtige, sondern ich mache das Richtige zustande. Es entlastet mich. Man kann es auch machen wie Oslo und sagen, ab dem Jahr 2021 dürfen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Innenstadt. Stellen wir uns mal vor, Duisburg würde das machen. Und noch Köln und noch Berlin und Hamburg würden, würden diesen Beschluss fassen in den Kommunalparlamenten. Dann bräuchten sie keine Prämie für Elektroautos, wetten wir. Die verkaufen sich dann von ganz allein. Tempo 30, einer meiner Lieblingsvorschläge. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Duisburg. Das ist nachhaltige Stadtentwicklung pur. Als Regelgeschwindigkeit. Das würde bedeuten, dass die Stadt selber entscheiden kann, wo 50 gefahren wird. Das ist was ganz anderes. Das würde die Situation 100% umdrehen. Was würde das bringen? Halbierter Bremsweg. Mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Es fahren mehr Menschen mit dem Fahrrad. Nachweis. In Osnabrück hat eine Lärmminderungsstudie gezeigt, würde sich der empfundene Lärm halbieren. Durch diese Maßnahme, die nichts kosten. Und sie haben weniger Schadstoffemissionen. Und in Berlin, nicht die sagen, ja, dann kommt ja keiner mehr vorwärts. In Berlin liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 19 km/h. Im Endeffekt würden sogar alle schneller anziehen. Hier noch ein anderes Beispiel, wie das Konzept der Ökoroutine arbeitet. Mein Onkel ist immer von außerhalb der Stadt mit dem Wagen eingependelt in die Innenstadt und dort zum Polizeiregulator gearbeitet, jeden Tag. Dem hätte ich 10-mal sagen können, steig doch in den Bus, am Ende ist es billiger und bequemer, hätte der nicht gemacht. Aber dann hat die Stadt eine Busspur eingeführt und eine Pkw-Spur abgebaut. Und dann staute sich das ein bisschen. Ne? Dann saß er mit seinem Wagen im Stau und dann ist der Bus an ihm vorbeigerauscht. Dann hat er sich 3 Wochen angeguckt, da ist er umgestiegen. Er hat seine Autoroutine verändert. Weil die Strukturen sich verändert haben, hat er seine Gewohnheiten verändert. Die Autoroutine in Duisburg wird sich nicht ändern, indem wir noch ein paar neue Flyer drucken oder ähnliches. Oder wenn wir Parkraum, wenn wir das Busfahren etwas günstiger machen. Das wird nicht reichen. Ein anderer Vorschlag von mir ist, Parkplätze zurückzubauen. Also das ist nicht von mir. Kopenhagen und Zürich haben das gemacht. Jedes Jahr 2-3% Parkplätze zurückgebaut. Und dafür, dann ändern die Leute ihre Autoroutine, wenn sie merken, sie kriegen keinen Parkplatz mehr. Aber langsam, ne? Langsam geschieht das. Und dann überlegen sie, umzusteigen. Und dafür bekommen die Menschen etwas zurück. Man sieht das hier bei den Aktionen von Fair Care. Was bekommen die Menschen grün statt hier? Hier wird immer nur für ein Wochenende mal umgestaltet, damit die Menschen nur ein Gespür dafür bekommen, nicht wie es aussehen könnte, wenn es wieder etwas schöner wäre und wenn man etwas weniger Blech in der Stadt rumstehen hätte. Das ist kein Opfer. Damit tut man sich selbst den Gefallen. Ganz grundsätzlich ist diese sogenannte Stellplatzsatzung, die es wahrscheinlich in Duisburg auch noch gibt, dass man einen Parkplatz bereitstellen muss, wenn man ein Häuschen baut. Ne? Die kommt aus der Reichsgaragenverordnung. Und die haben wir immer. Und ich muss einen Parkplatz bereitstellen und dafür viel Geld ausgeben oder ein Parkhaus bauen, selbst wenn ich gar kein Auto habe. Das ist das Erste, was man sofort abschaffen müsste. Auch in Duisburg. Und ja, ich lasse es mal dabei stehen. Was man auch machen könnte, wenn man mit ganz kleinen Stufen gehen will in Duisburg, solche sogenannten Parklets, zum Beispiel vor Gastronomiebereichen oder ähnlichen Stellen, wo es auch einigermaßen schön sein könnte, dann baut man einen so einen Parkplatz um. Dazu kann der Stadtrat sich dann vielleicht doch durchringen, so Schritt für Schritt. Und wenn man nur beim Park hingeht im September für ein Wochenende. Parkplätze bereitzustellen ist sehr teuer. Hier mal ein Vergleich. Wenn Sie jetzt hier mit Carsharing arbeiten, Sie sehen hier im Geld, das ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit Carsharing und wie viel Geld verdammt wird für den Bau von Parkplätzen. Hamburg zum Beispiel hat diese Parkplatzverpflichtung abgeschafft, weil sie festgestellt haben, Neubau ist dadurch einfach extrem teuer geworden oder ist dadurch viel zu teuer und Neubau ist günstiger geworden ohne diese Stellplatzverpflichtung. Hier ist Seoul, eine Stadt, diese Straße hat 170.000 Pkw gehabt und heute sieht die Straße so aus. Über 6 Kilometer, muss man sich das vorstellen. Und der Bürgermeister, oder ich sag mal, da haben natürlich alle gesagt, das geht nicht, was der Bürgermeister davor hat. Aber der hat sich verhalten wie einer, da alle haben gesagt, das geht nicht, und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. So ungefähr ist es anscheinend gelaufen. Der war natürlich ein Charismat, der hat irgendwie die Leute überzeugt
Und Sie können sich vorstellen, dass die Leute nicht mehr den alten Zustand zurück wollen. Nee. Ja. Exnovation nennt man das, ja. Rückbau, das ist die wahre Innovation der heutigen Zeit. London hat das Thema angepackt mit der City Maut. Sie haben davon gehört. Das hat verkehrspolitisch viele Vorteile geschaffen und man hat das Geld genommen zum Ausbau der Tube. Ja? Im Prinzip haben die Leute es an anderer Stelle wieder zurückbekommen. Das könnte man in Duisburg auch machen. Sie erhöhen zum Beispiel die Parkplatzgebühr, sagen wir mal 50 Cent die ersten 50 Cent die Stunde, die ersten 2-3 Stunden und das Geld, da machen Sie einen Aufkleber an den Automaten und sagen, das Geld kriegen Sie zurück, wir fördern dafür mit dem Geld Park and Ride und den Nahverkehr. Kleiner Vorschlag, wenn man viel aus bei Leute, ihr müsst das schneller machen, Radwege ausbauen, ist wichtig. Auch im Winter die Radwege räumen, damit Fahrradfahrern ist es Wertschätzung. Man kann hier sehr gut sehen in Kopenhagen, da ein Beispiel. Weil hier weiß ich, im Winter brauche ich ein Auto. Das ist keine Wertschätzung. In Kopenhagen werden erst die Radwege geräumt und dann erst die Straße. Es geschieht zumindest parallel. Dort haben wir ein Radweg in Kopenhagen, Sie haben davon gehört, einen extrem hohen Anteil an Radfahrern, weil sie wirklich systematisch über 20, 30 Jahre hofiert wurden mit Infrastruktur und viel mehr. Das Fahrrad des Verkehrsmittels ist sowieso für die unterschätzt. Wir benutzen aber diesen Fahrradanhänger für größere Transporte. Das ganze Klopapier ist da drin, weil es halt sehr sperrig ist. Neulich sagte eine Kollegin, das musst du aufklären. Das willst du eigentlich mit dem Klopapier. Sonst mache ich das einfach mit der Fahrradtasche mit kleinen Transporten. Und man kann auch so sagen, das eine, das ist sehr teuer und macht einen fett. Und das andere, das Fahrrad, dann weg mal einen weiter. Das Fahrradfahren verbrennt fett. Und spart Geld. So wäre es mit dem Fahrrad, dann kriegt er so einen Aufkleber. Okay. Jeder. Bitte? Ja, das ist ein Fahrrad. Sollte ich einen nehmen? Ich muss jetzt fertig machen. Also. Ja, Anzeige ausgeben. Ich hab's nur, dass man erst mit dem Auto vorgezogen hat. Ich mache eine ganz progressive Politik für die Förderung des Nachhaltigkeits. Im Sportwissen, dieser Penny hat keine Photovoltaikanlage aus Altruismus. Altruismus ist kein Geschäft. Er hat das, weil das Bauern gesagt hat, wenn du hier bauen willst, dann musst du das umsetzen, diesen Standard für uns. Und es gibt das Gesetz für erneuerbare Energien. Windkraftanlagen ist ein völlig unterschätztes Potenzial in den Städten noch. Und ich muss jetzt hier das überspringen. Beim Wohnen habe ich noch einen Vorschlag bei der Wohnungsbaupolitik, dass man ich habe 23 Minuten rum. Wohnflächenlimit. Das ist mein provokativer Vorschlag für Duisburg. Was man machen könnte, habe ich hier jetzt schon gemacht, diesen Vorschlag. Wenn wir uns das mal vorstellen, Duisburg wollte sagen, so, wir machen keinen Neubau mehr. Fakt ist ja, es gibt in Duisburg mit Sicherheit genügend Wohnfläche für die Einwohner. Es ist nur die Frage der Verteilung. Also stellen sich zwei Fragen. Wie kriege ich die Alten aus ihren Häusern raus? Ja, wenn meine Kinder ausgezogen sind, kommt keiner und fragt mich, sag mal, willst du dich nicht verkleinern? Wir haben ja ein attraktives Wohnmodell, mehr Generationen oder ein Haus mit Gästewohnung und Fitnessbereich oder ähnliches. Fragt keiner. Die Diskussion wird nicht geführt. Das ist eins. Und es gibt auch kein Bonussystem oder kein Anreiz, keine Umzugshilfe. All das müsste man ins Werk setzen durch die Gründung einer sogenannten Wohnraumagentur. Mit einem ambitionierten Förderprogramm, sage ich mal. Und das andere Thema sind die Singles. Immer mehr Singles, die alleine wohnen, wie kriegen wir die dazu, dass die wieder zusammenziehen? Ich sag mal, wenn in Duisburg 5000 Paare, die getrennt leben, zusammenziehen, haben sie schon 5000 freie Wohnungen. Das ist nur die Frage, nur dahin. Heiratswahl. In Berlin hat schon mal 5000, wenn 5000 zusammenziehen, ist okay. In Berlin hat sie mal vorgeschlagen, eine Prämie zu machen, wenn man umzieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Hamburg einige zusammenziehen würden, wenn sie noch eine Prämie bekämen. So, und wenn man schon neu baut, dann sollte es mal, wenn es denn schon unbedingt sein muss, dann sollte es höchstens naturverträgliche Materialien sein, also ausschließlich. Holzbauweise kann man sogar, 9-geschossige Häuser gibt es mittlerweile in Holzbauweise. So, und dazu komme ich gar nicht mehr.
ich habe ein Kapitel im Buch, das nennt sich Wirtschaftsförderung 4.0. Und das ist eigentlich nicht unwichtig für dieses Thema Factory Outlet Center, aber das bringe ich gleich in der Diskussion. Nämlich, dass die Stadt seitens der Wirtschaftsförderung sich systematisch für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung stark macht, also regionale Wirtschaft und Produktion, und für die Stärkung der Gemeinwohlwirtschaft, kooperative Wirtschaftsformen und vieles mehr, Genossenschaften, all das. Das spiegelt sich in diesem Kapitel. Nur ein Beispiel, was ich damit meine. Das ist ein harmloser Anbieterdenker. Lieferando ist ein super Beispiel dafür, wie Rendite und Wertschöpfung aus der Region abwandert. Ja, das Geld, was da Pizzabäcker für bezahlen, für diesen Service, das wird in Duisburg, das wandert ab und wird hier nicht mehr ausgegeben. Und dafür gibt es hunderte Beispiele. Und beim Factory Outlet Center Moving wird es ähnlich laufen. Es schafft Rendite und Wertschöpfung ab. Wandert das nicht. So, jetzt muss ich ein Lachbeispiel mit nach unten. Was ich mir auch vorstellen wünschen würde für alle Städte, dass sie sich systematisch dafür stark machen für solche Buy-Local-Initiativen. Also meine Vision ist, dass die Duisburger, dass man also durch Kampagnenarbeit und so weiter so weit kommt, dass die Duisburger nur noch mit schlechtem Gewissen bei Amazon einkaufen. Und das ist also eine politische Arbeit, Kampagnenarbeit, dass die Menschen das bewusst wird. Also das Einkaufen ist lokal Patriotismus. Ich habe hier viele Vorschläge gemacht für Standards und Limits. Das erfordert eine starke Politik, geht daraus hervor. Aber es braucht dafür auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die diese Richtung einfordern. Man braucht beides. Aber Politik macht sich unterschiedlich. Ich habe hier Emilia vor meiner jüngeren Tochter vor einer Windkraftanlage stehen, die jetzt schon 20 Jahre alt ist. Und nur 50 Meter daneben steht diese Windkraftanlage. Und man sieht, was in diesen 15, 20 Jahren passiert ist an Entwicklungs- Arbeit bei dieser Technologie 10-mal so viel Strom kann diese Anlage jetzt erzeugen, weil Politik Rahmenbedingungen geschaffen hat durch das Gesetz für erneuerbare Energien und Leute investiert haben und Unternehmer gewusst haben, das lohnt sich hier, diese Technologie weiterzuentwickeln. Nicht Deutschland ist ein Land der Ingenieure, aber es ging nur, weil wir die Rahmenbedingungen geschaffen haben. Das kam nicht von alleine, nicht aus Altruismus. So läuft es nicht. Und das Adenauer-Modell ist quasi. Ich sag mal, diese große Politik ist erfunden worden in Aachen. Da war diese Einspeisevergütung quasi ausprobiert worden. Ein kleiner Verein hat das erkämpft gegen die Stadtwerke. Und dann hat man gesagt, so, das ist eine super Idee. Und hat daraus ein Bundesgesetz gemacht. Und da merkt man, dass dieses Engagement vor Ort, also hier in Duisburg, etwas auszuprobieren und zu zeigen, dass es geht, dass das im Endeffekt auch mit der großen Politik zusammenhängt. Wichtig ist nur, dass man dann nicht sagt, ja, das ist ein schönes Beispiel, was ihr da gemacht habt. Können die anderen ja auch machen, wenn sie wollen, sondern dass man den Leuten dabei hilft und Rahmenbedingungen schafft, dass sich das denn verselbstständigt. Das ist quasi die Leitidee der Ökoroutine. Was wir halt auch brauchen, ist Widerstand gegen die Zustände, die teilweise uns unzufrieden machen. Und sei es hier das Factory Outset Center und andere Probleme. Wir brauchen auch, hier in Berlin zum Beispiel, gab es diesen Bürgerentscheid für ein Investitionsprogramm in das Radwegesystem. Da hat jetzt die neue Regierung einen Beschluss gefasst, dass sie tatsächlich ein Radverkehrsgesetz beschließen werden. Aufgrund dieser Initiative, das haben Bürger quasi aus der Taufe gehoben. Da merkt man, was durch Engagement möglich ist, wenn die Leute sich zur Wehr setzen und Widerstand leisten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen never give up. Vielen Dank fürs Zuhören.